Go, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm Imperial. Wir sind hier im Hauptmenü von Assassin's Creed Revelations und wie ich ja schon bereits gesagt habe, habe ich vor, das DLC zu spielen, das Story-DLC, kein Multiplayer-DLC, nämlich das verlorene Archiv. Genau, und wie Sie unten schon sehen können, oder wie ihr unten schon sehen, können Sie den Kreis durchbrechen und so Big 16 aus dem verlorenen Archiv befreien. Und das ist so wie Desmonds Reise in der Art. Und ich habe schon einmal durchgespielt, es war jetzt aber nicht das Schönste, was ich je gemacht habe. Muss man einfach mal so sagen. Und mal gucken, ob ich heute nicht gestört werde, weil kann sein, dass ich heute gestört werde während der Aufnahme. Aber egal, ich versuch's. Weiß auch gar nicht, wie viele Parts ich mache oder eben, ob ich das in einem Part hochlade. Denn ich bin noch am Überlegen, weil ich habe jetzt schon alle Teile gerendert, alle von Assassin's Creed Revelations, von der Hauptstory, quasi also von dem Hauptprojekt. Habe ich schon alle Teile gerendert. Ich bin aber noch im Überlegen, ob ich den letzten Part, der aktuell 50 Minuten geht, den habe ich schon gerendert. Ich bin mal noch überlegen, ob ich den vielleicht nochmal cutte in so 2-3 Parts. Bin ich noch überlegen. Aber egal, es geht um das verlorene Archiv, den Story-DLC, in dem wir noch einige Story-relevante Dinge erfahren, die auf jeden Fall noch wichtig sind für Assassin's Creed 3. Ein paar Dinge, wovon wir ausgehen werden müssen. Und ja. Oh, meine Xbox gefreezt? Ich habe keine Ahnung. Die Aufnahme geht noch. Nee, doch, geht doch weiter. Ja, wie gesagt, einmal habe ich schon mal gespielt. Hier ist schon der. Ich denke, den muss ich dann auch auswählen. Also, wie gesagt, hier habe ich es schon mal gemacht. Ein paar Jährchen her. Ich denke, ich muss das hier auswählen. Und viel Spaß. Abstergo hat im Rahmen des Animus-Programms Experimente mit 17 bekannten Testsubjekten durchgeführt. Dies ist die Geschichte von Subject 16. Erinnerung 1. Das Ende ist nur der Anfang. Übrigens, ich werde da ziemlich wenig reden, deswegen, ich lasse da relativ viel unbesprochen, deswegen, ich werde das einfach nur auf euch zulassen. Noch, Fragments are the exit. Wie wir ja wissen aus der Hauptstory, da das ja alles nach der Hauptstory kommt. Und los geht's. Dann sind wir uns also einig. Das Ziel erreichen und dann nichts wie raus. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und obwohl ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang. Die Beerdigung von Clay Kaczmarek, Subjekt 16.
Und dann standen wir alle auf und schrieben unseren Traumberuf an die Tafel. Ich will Astronaut werden, Papa. Hast du deinen Sohn gehört? Das Kind möchte Raumfahrer werden. Clay Kaczmarek, nur wenige bekommen die Möglichkeit, die ich dir biete. Beweise dich, Novize. Dann wirst du einer von uns sein. Nein. Ah, okay, ich weiß jetzt, wo lang es geht. Ah, da war ich in der Lücke gefangen, konnte nicht mehr springen. Komm. Gemeinsam schützen wir den freien Willen vor jenen, die ihn uns nehmen wollen. Aktiviert.
Erinnerung 2. Der Orden. Wir sind keine öffentlichen Menschen und streben nicht nach sinnlosem Ruhm. Wir bewegen uns im Schatten und im Nebel. Hüte dich vor dem einfachen Weg. Wissen erwächst nur aus Herausforderung. Heute Mittag deckst du das Dach neu, Clay. Aber ich sitze an meiner Geschichtsarbeit. Lass sie liegen. Der Sohn des Vorarbeiters hat gerade die Ingenieursschule abgeschlossen und verdient 60 Riesen. Ja, so verdient man Geld. Sie werden dir Hindernisse in den Weg legen. Doch verliere nie dein Ziel aus den Augen.
Schade.